Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einer weiteren LS19 News. Eine kleine News, was ganz interessant ist, denn der LS19 wurde ja auf der E3 vorgestellt und auch schon Journalisten eine Demo vom LS19 gezeigt, also das, was wir noch gar nicht zu Gesicht bekommen dürfen. Und da hat die scheinbar amerikanische Seite mxdwn.com einen kleinen Bericht darüber geschrieben, was sie dort in dieser Demo gesehen hat. Und dadurch, dass das Ganze in Englisch ist, habe ich hier mal die sinnhafte deutsche Übersetzung da für euch. Originalquelle ist natürlich in der Beschreibung. Da kann sich das jeder durchlesen, der des Englischen mächtig ist. Fangen wir an. Die E3-Präsentation vom Farming Simulator 19 enthielt einen CGI-Trailer. Einen Blick aus erster Hand auf die Änderungen, die neue Ausgabe mit sich bringt und das Wissen, dass wir Hunde bekommen werden, wenn sie kommen. Das ist halt die Übersetzung. Focus Home Interactive zeigt da eine von drei neuen Karten, die im Simulator verfügbar sind. Passend zu einer amerikanischen Farm zu Ehren der E3. Das ist ja soweit bekannt, ne? Es gibt drei Karten, die amerikanische, dann eine europäische Karte und dann diese recycelte Karte aus dem 17er. Diese südamerikanische war das meines Erachtens nach. So, weiter heißt es, die Interaktion mit den Fans der langlaufenden Serie hat gezeigt, dass der Farming Simulator eine spannende Erfahrung für jeden ist, ob nun Gelegenheitsspieler oder Hardcore-Spieler. Ja, okay. Das Wichtigste beim E3-Look vom Farming Simulator war das große Grafik-Update. Das Spiel wird mit Shine Softwares eigener Engine erstellt und die Nummer 19 der Serie wird einen hohen Dynamikumfang, eine verfeinerte Tiefenschärfe, in Klammern, die eine realistischere 3D-Ansicht der Spielwelt ermöglicht, Klammer zu, Farbabstufungen und Tone Mapping haben, was auch immer Tone Mapping ist. Die amerikanische Karte des LS19 war das Beispiel für dieses Grafik-Update und sie hatte eine breitere, dichtere Karte mit einer reaktiven Umgebung und wechselhaften Wetter. Reaktive Umgebung, kann ich jetzt damit nichts anfangen. Wechselhaften Wetter bedeutet schon mal, wie wir es jetzt im 17er auch haben, mal Sonne, mal Nebel, mal Regen, mal Sturm. So passt das dementsprechend schon alles. Kennen wir bereits so und so weiter und so fort. Sogar die Wolken haben ein Update bekommen. Früher ein flaches Bild. Ja, in der Tat. Der Himmel ist jetzt mit 3D-Wolken gefüllt. Okay, also das, was wir in den Screenshots hier schon einmal gesehen haben. Wenn wir das uns hier mal anschauen. Hier, beziehungsweise hier. Das soll wohl am Ende wohl so aussehen, weil das sind in der Tat 3D-Wolken, das sieht realistischer aus, das sieht halt nicht mehr so aus, als wäre es nur noch ein Bild. Das ist schon mal definitiv ganz interessant mit den 3D-Wolken. Das kann man schon mal davon ausschließen, dass das kein Photoshop-Filter ist. So, die sich mit der Zeit in Form und Farbe verändern. Ja, das ist noch der Satz. Also der Himmel ist mit 3D-Wolken gefüllt, die sich nach der Zeit in Form und Farbe verändern. Im Wesentlichen versuchen die Entwickler des Spiels, diese Erfahrung eindringlicher als je zuvor zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird auch die Umwelt mit Wildtieren angereichert. Wir werden Vögel und andere Tiere sehen, die die Welt bevölkern, um ein natürliches Erlebnis im Spiel zu bringen. Oder ins Spiel zu bringen. Die Pflanzen sind reaktiv. Und in der Demo des LS19 sahen wir, dass sie sich umbiegen, beim Überfahren des Traktors langsam wieder zurückfedern. Das heißt im Endeffekt, es ist nicht mehr wie jetzt eine statische Grafik oder eine 2D-Textur, sondern es ist 3D und wenn wir, gab es schon mal irgendwelche Beispiele? Bin mir jetzt gerade relativ unsicher, aber wir fahren dementsprechend gegen den Busch dagegen, er biegt sich und federt dementsprechend wieder zurück. Das ist schon mal eine Info, die hatten wir jetzt aus den Trailer und Co. nicht entnehmen können. So, dann wird weiter noch geschrieben, die Mechanik ist ein weiterer Teil des Spiels, der ein Update erhält. Da neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen und profitable Farmen zu betreiben, implementiert wurden. Die Spieler können Pferde besitzen und reiten, zwei neue Getreidearten, Baumwolle und Hafer, anbauen und mit dem Holzeinschlag beginnen. Entweder im Verkauf von Schnittholz oder Holzhackschnitzeln. Das ist ja bis jetzt schon bekannt, beziehungsweise das ist ja nichts Neues.
Das Spiel wird wie der Vorgänger Multiplayer unterstützen. Es können Teams bis zu 16 Spieler auf PC und Mac bilden. Giants haben zusätzlich Mod-Unterstützung, die Teil vom LS19 sein wird. Überarbeitet und erweitert, sodass einige Mods sofort einsatzbereit seien, wenn das Spiel startet. Da einige Modder vor der Veröffentlichung des Spiels Zugang zu den notwendigen Informationen bekommen werden. Das ist dann die E3, die FarmCon, würde ich behaupten. Die letzte große Neuigkeit vom LS19 war die Partnerschaft mit der Marke John Deere. Die beliebte Marke wird im Fenst eine gefragte Ergänzung sein. Bla 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 bla. Und wir haben John Deere während der LS19 Präsentation gesehen. Ja, das ist soweit die Information von dieser Seite hier. Wie gesagt, Quelle ist nochmal verlinkt, könnt ihr euch gerne nochmal ins Detail durchlesen, wer Englisch versteht. Vielleicht ist auch die ein oder andere Übersetzungsfehler damit geschehen, man weiß es nicht. So, meine Freunde, wir sind dann erstmal für die News fertig. Was haben wir jetzt schon mal aus dem Artikel entnommen? Die Wolken bzw. die Umgebung ist so, wie sie aussieht, wo doch so, wie es sein soll. Gerade der Himmel, wo wir ja ein bisschen dran gezweifelt haben. Die Welt wird mit Wildtieren bestückt, dass es hier lebendiger wirkt. Und Büsche, Gras, Dings und so weiter und so fort sind jetzt nicht mehr einfach nur eine Textur, sondern sie reagieren. Wenn man jetzt in den Busch fährt, federt er zurück. Das haben wir jetzt aus dem Artikel schon mal entnommen. Das hätte man jetzt so, denke ich mal, nicht rausgefunden. Deswegen immer wieder nett. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst definitiv einen Daumen da und abonniert, falls ihr nicht getan habt, um keine News mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, habt ein schönes Wochenende, macht keinen Blödsinn. Ich bin raus. Metal and out.